Früher gab es hier überall Müllhalden. Die wurden inzwischen beseitigt. Durch diese Arbeit haben Menschen wie ich eine Beschäftigung gefunden. Mein Name ist Abdul. Seit Beginn dieses Recycling-Projekts arbeite ich hier in diesem Stadtteil in Islamabad. Früher hat sich niemand um den Müll gekümmert. Niemand sammelte ihn ein und die Menschen hatten keinen Ort, um ihren Abfall loszuwerden. Als das Team des Recycling-Projekts hierher kam, sprach es mit den Bewohnern des Stadtviertels und informierte sie über Recycling und Upcycling. Anfangs waren viele skeptisch, doch nach und nach begannen die Menschen, ihren Müll abzugeben. Heute trennen sie ihren Abfall regelmäßig. Organischer Abfall, Glas, Schrott, alles hat seinen Platz in verschiedenen Behältern. Ich klopfe an die Türen, sammle den Müll und sorge dafür, dass alles dorthin gelangt, wo es hingehört. Der organische Abfall kommt in grüne Behälter, Flaschen und Papier in gelbe Behälter und nicht recycelbare Gegenstände in rote Behälter, die wir dann in Containern entsorgen. Dann bringe ich den organischen Abfall zur Sammelstelle und verkaufe den Schrott. Ich verdiene täglich 200 bis 300 Rupien. Von dem Geld kaufe ich mir Milch und Lebensmittel. Ich bin Gott dankbar, dass ich diese Arbeit habe und bin froh, beschäftigt zu sein. Wir sind sehr glücklich, dass die Gegend nun frei von Schmutz, Insekten und Krankheiten ist. Unsere Umgebung ist viel sauberer geworden. Einige Menschen halten sich zwar noch nicht an das System der getrennten Abfallbehälter, aber wir arbeiten daran, sie aufzuklären. Wir sprechen auch mit neuen Bewohnern und erklären ihnen, wie wichtig es ist, den Müll richtig zu trennen. Wenn ich heute durch die Straßen gehe, erinnere ich mich daran, wie es hier früher aussah. Der Unterschied ist enorm. Früher lagen überall Müllberge. Jetzt ist der Müll entfernt worden und wir leben in einer viel besseren Umgebung.